Eine Systemtherapie ist eine Therapie, die auf alle Körpersysteme wirkt, im Vergleich jetzt zu einer Lokaltherapie. Lokaltherapie-Beispiel in der Krebsbehandlung ist zum Beispiel eine Strahlentherapie. Also ich habe Brustkrebs und dann wird die Brust bestrahlt lokal. Aber wir wissen ja, Brustkrebs kann auch nach vielen Jahren noch Absiedelungen im Körper machen. Das heißt, oft brauchen die Frauen noch eine Systemtherapie zusätzlich, um diese versprengten Tumorzellen zu erreichen. Und eine Systemtherapie, das kann eine Chemotherapie sein, das ist der Klassiker, den man mit Krebsbehandlung assoziiert. Das ist aber auch eine Immuntherapie oder eine antihormonelle Therapie beim Prostatakarzinom oder beim Brustkrebs beispielsweise. Oder eine zielgerichtete Therapie, das heißt eine Therapie mit neuen Medikamenten, die aber eben nicht lokal nur wirken auf die Tumorzellen in einem Organ, sondern auf die Tumorzellen, die wir vielleicht noch gar nicht sehen können.